Also wir, meine Frau und unsere Freundin, wir haben vor über 30 Jahren überlegt, wie machen wir das, wenn wir alt werden. Und dann wurde es ganz spannend, als unsere Kinder aus dem Haus waren, mit der Schule fertig und sich ganz aus dem Staub gemacht haben. Die wollten ganz weit weg ins Ausland, wollten ganz auf eigene Beine kommen. Was machen wir, wenn wir da nun alleingelassen sind? Warten wir nur, bis sie zurückkommen oder machen wir was Eigenes? Und dann haben wir uns nach langem Überlegen gesagt, dann haben wir angefangen, unsere Autos zusammenzuschmeißen. Wir hatten am Anfang 7 Autos, jetzt haben wir nur noch 1. Das ist auch eine Erfahrung, dass man sich dann lernt, auf so ein Ding einzustellen. Und natürlich, wenn da einer eine Beule macht, muss das auch geklärt sein, wer die Beule gemacht hat. Die Weltmeister. Und so. Aber ich wünsche mir es auch gar nicht, dass ich immer nur Start, Start, Start habe, sondern ich wünsche mir, dass der mich nicht allein lässt, wenn die Not groß ist. Aber ich wünsche mir natürlich, dass ich möglichst viel. Zum Kirchentag habe ich vorhin erzählt, da waren wir über 20 Gäste bei uns. Also die waren, und dann kam auch noch so ein Knecht Dietrich dann nachts und den habe ich dann auch noch aufgenommen. Den kannte ich gar nicht. So ein frommer Verrückter, ja. Ich kenne dich. Knecht Dietrich. Ich bin Knecht Dietrich. Ich kenne nur dich und du musst mich jetzt hier unterbringen. 11:30 nachts. Und ich kannte ihn nicht. Er hat mir nicht seinen Namen gesagt, nicht seine Adresse gesagt. Er kam da mit so einer Schubkarre von selbstgemachten, frommen Pamphleten, die Knecht Dietrich. Als er weggegangen ist, hat er mir streuend erzählt, er hätte einen Knecht Kuno getroffen. Das war das größte Erlebnis auf dem Kirchen. Also gut, sowas geht in so einer Konstruktion. Da kann man dann auch mal einen Exoten verkraften, ohne dass man gleich denkt, der räumt einem die Bude aus.